Eingebettet in die jahrhundertealte Weinlandschaft von Chianti liegt Gut Monaciano. Über allem thront die herrschaftliche Villa. Der romantische Ziergarten aus dem 19. Jahrhundert ist der ganze Stolz von Lamberto Piperno. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno. Come va? Bene. Tutto. Il seghetto dopo si fa. Deve tutto si. Der Hausherr hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, das historische Erbe von Monaciano zu bewahren. Mit Vincenzo Mensa, dem Gärtner, will Lamberto Piperno eine besonders seltene Pflanze vermehren. Abmosen, so heißt die uralte gärtnerische Methode. Der Zierbaum soll einen neuen Trieb entwickeln. Es gibt natürlich unzählige Gärten und auch größere und schönere als diesen. Das Besondere an diesem Garten ist, dass er uns gehört. Er ist unser Leben und war das schon, als wir noch Kinder waren und hier gespielt haben und vielleicht den einen oder anderen Schaden angerichtet haben. Es ist unsere Leidenschaft, ihn so zu bewahren, wie wir ihn bekommen haben. Dino Mananielli dreht seine tägliche Runde. Fast 40 Jahre lang hat der alte Gärtner von Monaciano den 3 Hektar großen Zierpark gepflegt. Seit ein paar Monaten ist er nun im Ruhestand. Doch der Zustand des Gartens will Dino so gar keine Ruhe lassen. Jeden Tag kontrolliert er, ob sein Nachfolger korrekt arbeitet. Früher hat Dino alle Pflanzen im Gewächshaus per Hand aufgezogen. Seit neuestem müssen welche hinzugekauft werden. Unvorstellbar für den Blumenliebhaber. In seiner gesamten Laufbahn hat Dino noch nie eine Pflanze im Geschäft gekauft. Manchmal hat man mehr davon, wenn man jemanden um Rat fragt, der 38 Jahre Erfahrung hat. Und mein Nachfolger, der arbeitet vielleicht gerade mal 2-3 Jahre hier drin. Mit Büchern kommt man im Gewächshaus nicht weiter. Da kommt es auf praktische Erfahrungen an. Ottorina Mananielli ahnt bereits, wo ihr Ehemann wieder einmal war. Doch sie lässt ihn. Sie weiß, dass es nichts bringt, mit ihm zu diskutieren. Auch Ottorina arbeitet seit fast 40 Jahren für die Familie Piperno als Haushälterin. Ich habe dir hier die Eier mitgebracht. Wie viele? 2. Nur 2? Danke. Was machst du da? Ich wasche die Hühnerknochen, damit ich die Galantina kochen kann. Und, wird sie lecker? Na klar. Was denkst du denn? Wenn ich sie mache, wird sie immer gut. Wollen wir es hoffen. Wir sind doch alle Leckermäuler. Ottorina bereitet eine Galantina di Pollo vor. Die vom Fleisch befreite und entbeinte Hühnerhülle wird in Dessertwein gebadet. Für die Füllung wird Gehacktes aus dem Hühnerfleisch mit Kalbshack, Pistazien und einer Prise Muskatnuss vermengt. Dazu kommt gewürfelte Rinderzunge und Trüffel, ein Gericht mit jüdischer Tradition. Anna Piperno arbeitet in der Synagoge in Siena. Heute ist sie extra früher nach Hause gekommen, um Ottorina bei der Galantina helfen zu können. Ich glaube, Lamberto wird sich sehr freuen. Das war ihm so wichtig. Ich weiß, dass wir die normalerweise nur für den Kippurtag machen. Aber er wollte so gern, dass wir sie auch mal im Sommer machen. Der größte Teil der Pipernos lebt in Rom. Eine alteingesessene jüdische Familie, die Traditionen hochhält. Einmal im Jahr kommt die Verwandtschaft nach Monaciano. Dann wird gekocht und gefeiert. Doch es ist nicht alles harmonisch. Die Ansichten über die Zukunft von Monaciano sind zu unterschiedlich.
Immer wieder dieses Rezept. Ja, jedes Mal von Neuem. Was bin ich damals wahnsinnig geworden, als Sie mir das Rezept aus Rom geschickt haben. Jetzt wird es langsam voll da drin. Buongiorno. Come va? Sto bene, bene, bene. Suo padre tutto a posto? Tutto a posto. Ho portato benissimo. I disegni per vedere. Lamberto begrüßt Simone Ciarrugli, einen der bekanntesten Restauratoren Italiens. Er ist spezialisiert auf die Wiederherstellung von alten Kunstwerken und Möbeln. Der Restaurator aus Florenz ist seit Jahren regelmäßig zu Gast auf Monaciano. Doch die Renovierung stockt, das Geld wird knapp. Die Verwandtschaft in Rom will nicht weiter in den Wiederaufbau investieren. Die Wirtschaftskrise wirkt sich aus. Die Krise trifft alle. Und natürlich leidet auch unsere Familie unter den Rückschlägen durch die Krise. Das heißt, ein Projekt, das eigentlich ganz klar umrissen war, steht im Moment etwas still. Lamberto fühlt sich allein gelassen. Er möchte Monaciano in alter Pracht erstrahlen lassen. Die Verwandtschaft aber will ein klares wirtschaftliches Konzept und Geld verdienen. Das Geld soll in die touristische Erschließung fließen. Da Monaciano einer Erbengemeinschaft gehört, kann Lamberto nicht allein entscheiden. Deshalb werden nur noch wenige ausgewählte Stücke restauriert. Der Rest wartet in einer Rumpelkammer auf die Wiedererweckung. Hier kann man sehen, dass die Abdeckung ein Originalstück ist. Aber im Laufe der Jahre wurde sie abgenutzt und ist einfach umgedreht worden. Der Restaurator will das Möbel nach Florenz mitnehmen. Simone Ciarrugis renommierte Werkstatt ist seit 3 Generationen in Familienbesitz. Inzwischen hat Ottorina das Huhn mit der Füllung gestopft. Nun beginnt der komplizierte Teil des Gerichts. Die Galantina di Pollo muss fachgerecht verpackt werden, damit sie beim Kochen nicht auseinanderfällt. Dann bekommt das Huhn ein Kleid aus Baumwolltuch. Nicht nur die Technik des Kochens ist innerhalb der Familie ein umstrittenes Thema. Wir haben eine Reihe von Familiengerichten. Und jedes Mal, wenn wir die Galantina zubereiten, diskutieren wir wieder neu, ob ein Hühnchen besser ist oder ein Hähnchen. Ob ein Hühnchen zäher ist. Die Galantina wird an den Topfhenkeln festgebunden, sodass sie beim Kochen frei im Wasser schwebt. Nun kommen Suppengemüse und Hühnerklein hinzu. Mindestens 3 Stunden muss sie auf kleiner Flamme geköchelt werden. Und einen Tag im Kühlschrank ruhen, nur dann wird sie perfekt. Gegessen wird nicht gemeinsam. Ottorina macht den Abwasch, während die Familie Piperno zum Mittag isst. Ottorinas Arbeitstage auf Monaciano sind allerdings gezählt. Obwohl sie ihre Arbeit liebt, möchte sie mit Dino bald den Ruhestand genießen. Dino zieht es am Nachmittag in den ehemaligen Gemüsegarten. Einst war er der Stolz von Monaciano und Dinos Lieblingsplatz. Nun liegt der größte Teil brach, der neue Gärtner kümmert sich nicht. Und es gibt kein Geld mehr für die Bewirtschaftung. Früher haben sie mir immer Komplimente für den Garten gemacht, aber jetzt? Wenn etwas erst hässlich und dann schön ist, sind alle zufrieden. Aber wenn es umgekehrt ist, müssen es immer alle kommentieren. Ja, unter vielen Veränderungen leide ich sehr. Vieles hier habe ich so sehr ins Herz geschlossen, dass ich beinahe dachte, es gehört mir. Nicht in dem Sinne, dass es mein Besitz ist, aber ich habe mich so um den Garten gekümmert, als gehörte er mir.
come fosse mio. Lamberto möchte Dino aufmuntern. Er weiß, wie sehr sein alter Gärtner leidet. Unter dem Dach des Kornspeichers lagert Lamberto eine toskanische Spezialität. In den Eichenfässern reift hausgemachter Vin Santo. Der köstliche Dessertwein ist nur für die Familie und ausgewählte Gäste. Heute will Lamberto mit Dino ein Gläschen verkosten. Er möchte ihn darauf vorbereiten, was sich sonst noch alles auf Monaciano ändern wird. Buonasera Dino, come va? Buonasera a lei, signor Lamberto. Benissimo. Bene. Benissimo, penso. Klar, dass sich jetzt viele Dinge ändern werden. Vieles hat sich natürlich auch schon verändert. Schon allein die Tatsache, dass meine Verwandten in der Villa ein ganz anderes Leben geführt haben, als wir das heute tun. Um sie heutzutage erhalten zu können, müssen wir sie auf ganz andere Art, und zwar wirtschaftlich, nutzen. Sie zum Beispiel für viele Menschen öffnen, während meine Familie sie stets verschlossen gehalten hat. Ganz neue Töne auf Monaciano. Partyvorbereitung für zahlende Gäste. Die brauchen wir doch gar nicht. Warum denn nicht? Wir brauchen gar keine Messer. Und warum nicht? Weil es nichts zu schneiden gibt. Die Nervosität ist groß. Ist das so okay? Oder in einer Schale. Die sind so hässlich. Wir haben diese Plastikdinger gekauft, aber die sind furchtbar. Unter Hochdruck bereitet Ottorina mit einigen Helferinnen ein aufwendiges Sommerbuffet. Frittierte Salbeiblätter im Teigmantel. Und Fruchtspieße, gespickt mit Minzblättern, sollen die Gäste verwöhnen. Am nächsten Morgen ist Dino schon früh unterwegs. Er fährt nach Ponte Abbozzone, einem Dörfchen in der Nähe von Monaciano. Das Reihenhaus hat Dino vor 18 Jahren mit seiner Frau gekauft, als Investition für das Altenteil. Gewohnt haben die beiden bis heute dort nicht. Im Gemüsegarten allerdings ist Dino, wann immer es geht. Hier ist seine Welt noch in Ordnung. Der Garten ist vor allem eine Ersparnis. Man muss weniger kaufen. Und dann ist es natürlich ein Hobby. Für mich ist es eine Freude, diese ganze Pracht zu sehen. Ich bin jeden Tag in meinem Garten. Der Boden ist hart. Dino erntet für das Mittagessen. Ottorina will eine Ribollita, eine Gemüsesuppe, kochen. Die Ribollita ist ein einfaches toskanisches Traditionsgericht und wird aus frischem Gemüse der Saison zubereitet.
Guck mal, was ich dir nach 50 Ehejahren Gutes mitgebracht habe. Guck, was für schönes Gemüse. Da ist auch schon was Welkes dabei. Was hast du mir da mitgebracht? Tu das mal hier hin. Karotten. Karotte. Zucchini-Blüten. Ich habe alles mitgebracht, was ich hatte. Mach ich das nicht gut? Schon, aber schneide die etwas größer. Einfach halbieren. Zunächst dünstet Ottorina einen Teil des Gemüses mit Zwiebeln und Olivenöl an, damit es einen kräftigen Grundgeschmack bekommt. Dann kommen geschälte eingelegte Tomaten dazu. Nach und nach gibt Ottorina den Rest des Gemüses hinzu und löscht mit einer Brühe ab. Anna Piperno ist in Siena auf dem Weg in die Synagoge. Sie arbeitet dort im Archiv. Anna ist gelernte Restauratorin. Sie hat sich auf die Wiederherstellung von alten Dokumenten spezialisiert. Dann hat sie eine Zusatzausbildung als Archivarin gemacht. Sie will die wechselvolle Historie der jüdischen Gemeinde in Siena aufarbeiten, um sie wieder allen zugänglich zu machen. Anna und Lamberto sind sehr engagiert im jüdischen Gemeindeleben der Stadt. Lamberto war bis vor kurzem Vorsitzender der Gemeinde. Seit wir dauerhaft auf Monaciano leben, nehmen wir am Leben dieser kleinen jüdischen Gemeinde teil. Außerdem haben wir einen Sohn, der in Siena geboren ist, und Gadi hat seine Bar Mitzwa in dieser Synagoge gefeiert. Das heißt, dieser Ort ist sehr wichtig für uns. Am Mittag kann die Familie endlich die Galantina di Pollo genießen. Ottorina serviert sie in zwei Varianten. Lamberto und Anna bevorzugen die klassische Version. Die Kinder Ariel und Gadi lieben sie in Aspik. Ein paar Scheiben trockenes Weißbrot, darauf eine Kelle Gemüseeintopf. So schmeckt die Ribolita am besten. Dino und Ottorina essen seit Jahr und Tag gemeinsam in ihrer Dienstwohnung. Sehr lecker. Das glaube ich dir gern. Am Nachmittag räumt Dino den Schuppen. Der Wegzug von Monaciano steht unmittelbar bevor. Die Familie Piperno lässt Dino und Ottorina ungern ziehen. Wenn es nach ihnen ginge, könnten die beiden gerne in der Dienstwohnung bleiben. Doch Dino hat eine Entscheidung getroffen. Er erträgt es nicht, zuzusehen, wie sich Monaciano verändert. Allora, sono dispiacente, ma lo devo abbandonare. Auch wenn es mir leid tut, aber ich muss die Familie Piperno verlassen. Sie sind nette und gute Menschen und es hat in 38 Jahren nie ein böses Wort zwischen uns gegeben. Aber wenn wir uns unterhalten, kommen mir oft die Tränen. Da ist es einfach besser, ich gehe fort.
Nach und nach bringt Dino sein Hab und Gut ins Reihenhaus. Ottorina hilft ihm dabei, das neue Heim wohnlich zu machen. Beide sind noch unsicher, ob sie sich auch wirklich wohlfühlen werden. In den gesamten 18 Jahren, seitdem das Haus steht, haben sie nur eine einzige Nacht dort zugebracht. Hier schläft man nicht so gut. Da müssen wir uns erst dran gewöhnen. Oben auf Monaciano hingegen hört man nicht mal eine Fliege. Wie dich, Elton. Aber die hast du ja erschlagen. In der Bottega Cerugi in Florenz wird Beize für die antiken Schmuckstücke angerührt. Hey. Anna und Lamberto sind nach Florenz gefahren. Sie wollen mit dem Restaurator Simone Cerugi beraten, welche Hölzer für die Erneuerung des Schränkchens am besten geeignet sind. Das sind alles Hölzer aus der Region, aber edle. Eibe, Nussbaumholz. Das hier scheint auch Nussbaumholz zu sein. Nein, Kirsche. Das ist ein Mascaronbeschlag. Am Ende wird es nicht der alte Glanz sein. Die Villa wird nicht so sein wie damals, als wir klein waren, und nicht so wie vielleicht am Ende des 19. Jahrhunderts. Es wird anders sein und sicher nicht weniger schön als in der Vergangenheit. Anna und Lamberto nutzen die Zeit in Florenz und flanieren durch die berühmten Parkanlagen. Sie suchen Anregungen, wie sie den Ziergarten auf Monaciano originalgetreu rekonstruieren können. Denn er ist nach Florentiner Vorbildern des 19. Jahrhunderts gestaltet. Beide haben alte Skizzen dabei, die Monaciano in seinem ursprünglichen, romantischen Florentiner Stil zeigen. Anna hat sie bei Recherchen im Stadtarchiv von Siena gefunden. Also, 200 Gramm sind die beiden langen Striche. Noch nicht ganz. Noch ein bisschen, so jetzt. Das war's. Auf Monaciano backen Ottorina und Ariel zusammen einen Kuchen. Die Crostata ist eine italienische Kuchenspezialität aus Mürbeteig. Natürlich darf ein guter Schuss Vinsanto nicht fehlen. Ottorinas Crostata ist der Lieblingskuchen von Ariel. Die Haushälterin hat die Kinder der Familie Piperno gleichsam großgezogen. Neben den häuslichen Pflichten hat sie sich täglich intensiv um die beiden Jungen gekümmert. Der 12-jährige Ariel ist ihr dabei besonders ans Herz gewachsen. Ottorina kenne ich, seit ich auf der Welt bin. Sie ist wie eine Oma für mich. Und deshalb esse ich die Crostata auch, seit ich ganz klein bin. Und ich mag sie super gerne. Was mache ich bloß ohne dich? Keine Ahnung. Ist noch etwas Teig übrig? Ja, hier. Den kannst du essen. Er mag so gern den rohen Teig. Am Abend essen alle gemeinsam.
Auch wenn Dino und Ottorina bald wegziehen wollen, die Freundschaft mit der Familie Piperno wird bleiben. Bonacciano wird sie nicht verlieren. Ja, ich bin